Ja, Freunde der Sonne, ich habe euch auf Instagram gefragt, welche Brand ich mal wieder auschecken soll und einige von euch meinten, ich soll unbedingt mal was bei Boohoo Man bestellen. Ist ja gerade so ein bisschen so im Hype auf Instagram, könnte man sagen. Viele machen Corporations gerade mit der Marke und ich muss sagen, die haben auch echt sehr, sehr heftige Sachen. Von daher habe ich da mal einige rausgesucht und bestellt für euch. Jetzt aber auf jeden Fall einige Sachen auch, die ihr wahrscheinlich noch nicht so häufig gesehen habt bei irgendwelchen Influencern auf Instagram. Deswegen seid auf jeden Fall gespannt. Da sind echt geisteskranke Sachen dabei und bei ein paar Sachen bin ich auch ein bisschen enttäuscht für meinen persönlichen Geschmack. Aber vielleicht ist da ja was für euch dabei. Von daher habe ich, denke ich mal, für jeden Geschmack heute was hier am Start. Und ich würde sagen, wir legen direkt los mit dem ersten Piece. Als erstes Piece habe ich so eine Hemdjacke in so einem, ja, Schafsfell-Look könnte man sagen. Und ja, ich würde sagen, eher... ja, regular geschnitten, vielleicht ein bisschen oversized. Ihr sitzt ja wieder hier neben mir eingeblendet. Ich muss allerdings sagen, so vom Fitting her und vom Look her gefällt mir die Jacke sehr, sehr gut. Ist relativ dünn, von daher auf jeden Fall nichts für den Winter jetzt, aber für den Frühling könnt ihr die auf jeden Fall mal auschecken. Und ja, ich finde den Look sehr, sehr nice. Verarbeitung ist jetzt nicht so die beste. Man sieht hier auch im Kragen, ja, da wurde jetzt ein bisschen natürlich gespart mit dem Fell, könnte man sagen. Und ja, allerdings für 50 Euro auf jeden Fall eine Jacke, die man sich mal angucken kann, wenn man auf sowas steht. Ich finde das in dem Outfit, was ich jetzt kombiniert hatte, zusammen mit den Doc Martens und dem Stehkragen von H&M. An der Stelle übrigens, falls ihr das letzte Video H&M-Pieces unter 30 Euro noch nicht gesehen habt, checkt das auf jeden Fall mal aus. Ich verlinke euch das hier oben. Waren auf jeden Fall auch geisteskranke Sachen dabei. Aber zurück zu dieser Jacke hier. 50 Euro für die Jacke kann man auf jeden Fall machen. Müsst ihr selber entscheiden, ob ihr diesen Look mögt oder nicht. Ich fand es in dem Outfit eigentlich relativ nice, muss ich sagen. Dann als zweites Piece habe ich hier einen Oversize Sweater mit Print bestellt. Da muss ich sagen, für mich persönlich riesen Reinfall dieser Hoodie. Ich wollte mal auschecken, wie die Oversize-Schnitte bei Boohoo Man sind. Ich weiß nicht, ob die bei allen Hoodies so sind, aber bei dem kann man es auf jeden Fall echt vergessen. Der ist mir viel zu lang. Hätte mir lieber ein bisschen gecropptere Variante gewünscht. Dann bei der Kapuze, ihr seht es ja hier neben mir eingeblendet im Video, ich habe keine Ahnung, was das für eine Kapuze ist. Die ist auf jeden Fall nicht zum Aufsetzen geeignet oder ich habe einfach einen riesen Schädel. Ich weiß es nicht, aber ja, gefällt mir auch so vom ja, Fitting, vom Feeling her so einfach nicht so kleine Kapuzen. Ich mag da eher so ein bisschen voluminösere, größere Kapuzen, obwohl die vom ja, von der Festigkeit her eigentlich ganz gut ist, aber die ist mir deutlich zu klein. Sonst die Schulterlinie, mega geil, da kann ich nichts gegen sagen. Und ja, der Print vorne ist jetzt nichts Besonderes, aber auch nicht so langweilig. Kann man auf jeden Fall machen. Müsst ihr mal entscheiden, ob ihr, ja, ob das was für euch ist oder nicht. Für mich persönlich auf jeden Fall ein Riesenreinfall. Wegen den genannten Gründen. Vielleicht mag der ein oder andere von euch ja sowas. Dann ist der auf jeden Fall mal einen Blick wert, der Hoodie. Ach ja, und an der Stelle muss ich natürlich auch erwähnen, dass der Hoodie 50 Euro kostet. Und für den Preis gibt es auf jeden Fall für meinen Geschmack viel, viel krassere Hoodies. Alleine schon in dem letzten H&M-Video, was ich hatte, da waren für 30 Euro auch krassere Sachen dabei als dieser Hoodie. Von daher für mich auf jeden Fall totaler Reinfall, dieses Ding. Dann habe ich natürlich wieder etwas rausgesucht für die Corona-Zeit zum Chillen und zwar ein Jogger-Set, also einen ganzen Jogging-Anzug hier in grün. Muss ich sagen, ja, ist auch sowas, was mich relativ enttäuscht hat. Ich muss sagen, das Sweater, okay, ist ganz nice. Der hat hier vorne auch noch so einen ja, Official Man-Stick drauf an der Seite. Kann man sich jetzt drüber streiten, ob einem das gefällt oder nicht. Finde ich aber immer ein nices Detail, so noch was Kleines Ton in Ton drauf gestickt. Und was bei mir aber eher der Reinfall war, ist erstens bei der Jogginghose hier unten der Abschluss. Dieser Gummizug ist einfach viel, viel zu fett. Und nach innen umschlagen ist ja auch nicht, dass er irgendwie einen nice Fit hat. Zu Hause zum Chillen ist der zwar echt gemütlich. Von daher, falls ihr den wirklich nur für zu Hause zum Chillen braucht, kann ich euch den schon empfehlen. Aber da gibt es auch bestimmt bessere Alternativen, die ihr mal auschecken könntet. Den Sweater alleine, ja, ist ganz nice. Aber da man das nur im Set kaufen kann, kann ich euch das auch nicht empfehlen. Und ich meine, das hat 80 Euro zusammen gekostet. Von daher geht das bei mir auf jeden Fall zurück an Boohoo Man. Ihr seht ja wieder die Fit-Videos eingeblendet. Könnt ihr euch selber entscheiden, was ihr dazu sagt. Dann würde ich sagen, bleiben wir direkt
bei den Grüntonen und da habe ich hier eine Anzugshose auch in einem Grünton geholt. Finde ich wirklich sehr, sehr nice. Die hat 25 Euro gekostet, war im Sale. Deswegen, falls ihr die auch geil findet, checkt am besten den Link in der Beschreibung jetzt mal ab, bevor die ganz ausverkauft ist. Ich habe hier meine normale Größe 32 einfach genommen und ihr seht den Fit hier eingeblendet, wirklich sehr nice, schön auf dem Schuh am Stacken das Ding. Und zu der Verarbeitung muss man natürlich sagen, ist jetzt nicht die beste Verarbeitung. Wenn ihr die Möglichkeit habt, checkt vielleicht mal den einen oder anderen Vintage Store aus und guckt, ob ihr da vielleicht solche Anzugshosen findet, weil die kann man da natürlich auch immer sehr, sehr gut finden zu einem guten, günstigen Preis in einer richtig guten Qualität. Bei der allerdings natürlich, Fit ist krass, wird euch passen. Könnt ihr auf jeden Fall mal abchecken. Ich habe es leider nur in der Farbe gesehen, deswegen bin ich mir noch nicht hundertprozentig sicher, ob ich diesen Farbton behalte oder nicht. Aber an sich so vom Fitting und alles wirklich geisteskranke Hose. Eventuell schaue ich nochmal auf die Website, ob da noch ein paar andere Farben gerade am Start sind. Dann werde ich die euch natürlich nochmal unten verlinken. Und ansonsten gibt es zu der Hose nicht viel zu sagen. Ist auf jeden Fall eine sehr, sehr nice Hose, die ihr auf jeden Fall mal auschecken solltet. Dann kommen wir jetzt zu den Strickpullovern und da habe ich auf jeden Fall auch ein paar bestellt und ich muss sagen, der hier ist an sich ganz nice, allerdings stören mich hier noch zwei Punkte. Erstmal preislich liegt er bei 40 Euro, ist auf jeden Fall ein stabiler Preis für so einen Strickpullover. Hier mit dem M-Stick so ein bisschen auf College-Vibes, sehr, sehr nicer Look. Allerdings stört mich bei dem speziell hier einmal, der Halsausschnitt ist mir ein bisschen zu groß. Da hätte ich mir gerne einen engeren Halsausschnitt gewünscht und unten fittet der nicht so, wie ich es gerne hätte. Ihr seht es ja im Video eingeblendet. Ist mir ein bisschen zu locker geschnitten, nicht eng genug unten, dass der so ein bisschen da rumschwabbelt, könnte man sagen. Finde ich nicht so nice den Fit. Die Schulterlinie finde ich an sich ganz geil. Ist hier ein bisschen anders geschnitten. Von daher, an sich nices Ding. Allerdings die beiden Punkte stören mich. Von daher könnt ihr entscheiden, ob das was für euch ist oder nicht. Für mich persönlich nicht. Und für 40 Euro ist mir das dann auch ein bisschen zu teuer bei den beiden Punkten, die mir nicht gefallen. Den nächsten Strickpullover hat sich die ganze Zeit schon im Video an und ich muss sagen, dieses Ding, ich feiere es einfach nur des Todes. Ich würde sagen, ich packe das mal eben kurz auf den Bügel und dann zeige ich euch das nochmal ein bisschen genauer. So, Freunde, dieser Sweater wirklich einfach nur geisteskrank. Hier andere Schulterlinie, sehr, sehr nice nach außen. Ihr habt ja gerade gesehen, der Fit ist einfach nur geisteskrank. Ich blende euch trotzdem aber hier wieder ein Video ein. Und man muss sagen, so der Print, beziehungsweise ist ja kein Print, sondern ist ein Stick, wirklich sehr, sehr geil. Vor allem hier mit dem Sprenklern nach außen feiere ich sehr, sehr, sehr den Look. Und vor allem, das kommt im Video jetzt nicht so krass rüber, aber der wurde innen halt nochmal mit dem Gelbton hier gestrickt und dadurch hat man hier überall, kann man bei dem Stoff noch so leichte gelbe Akzente durchsehen. Wirklich ein geisteskranker Strickpullover, für 48 Euro hat der gekostet. Ich glaube, den werde ich safe behalten, einfach weil der Fit und der Look einfach super, super geisteskrank ist. Hier sind auch genau die Punkte, die mich bei dem anderen gestört haben, nicht der Fall. Der Kragen schön eng anliegen, feiere ich sehr. Und unten ist er ein bisschen enger geschnitten. Von daher kann man den, wenn man den einmal so nach innen schlägt, wirklich sehr, sehr nice tragen. Finde ich sehr krass, den Look von diesem Sweater. Und auf jeden Fall, ein Blick wert. Dann kommen wir zu einem weiteren Highlight-Piece von Boohooman für mich persönlich. Und zwar diese Jeanshose. Ich denke mal, die wird vielen von euch auch sehr gut gefallen, weil viele von euch fragen mich immer nach meiner Vintage Levi's Jeans, ob man die irgendwo kaufen kann. Und die kommt wirklich sehr, sehr nah an diese Hose ran. Beziehungsweise ich würde sogar sagen, dass die krasser ist als diese Vintage Levi's. Einerseits finde ich, hat die einen niceren Fit. Ihr seht es ja wieder eingeblendet. Und diese Blitzelemente auf der Hose, finde ich, verleihen der ganzen Hose noch einen echt nicen, sehr geilen Look. Und für den Preis von 60 Euro macht man da auf jeden Fall nichts falsch. Die hat eine wirklich krasse Qualität. So wie ich das jetzt hier auf dem ersten Eindruck feststellen kann bzw. beurteilen kann. Und die Knöpfe sehr, sehr stabil alle. Da wird man nicht so schnell was abreißen. Nähte und alles sehen auch sehr gut aus, muss ich sagen. Und der Look von der Hose ist einfach nur geisteskrank. Deswegen checkt die auf jeden Fall mal aus. Falls ihr nach so einer Jeanshose sucht, ist die auf jeden Fall ein Blick wert. Das waren jetzt alle Pieces, die ich bestellt habe. Schreibt mir gerne mal in die Kommentare, welches Piece dir am besten gefallen hat. Und an der Stelle kann ich nur noch sagen, jeden Mittwoch 18 Uhr kommt ein neues Fashion-Video. Bis dann. Ciao.